Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie und ich habe wieder drei sehr interessante Karten für euch für die kommende Woche. Und wichtige Karten, wie ich finde, auf jeden Fall für die Zeitqualität momentan, um euch da so ein bisschen hinzuweisen, was da gerade sich abspielt und wie ihr euch diese Energie am besten zunutze macht, die gerade da ist. Da kam zuerst die Akasha. Da heißt es, du bist ein spiritueller Lehrer und du hast die Möglichkeit, andere zu beraten, ihnen zu helfen und ihre spirituellen Gaben zu erwecken und deren göttliche Lebensmission sozusagen auszuführen, durchzuführen. Jetzt mal so übersetzt. Und das spricht eben davon, dass ihr euch dessen ein bisschen gewahr sein sollt, dass ihr, egal ob ihr jetzt tatsächlich ein spiritueller Lehrer seid, egal ob ihr tatsächlich Klienten habt, die ihr beratet oder Bücher schreibt diesbezüglich oder Workshops gibt oder was auch immer, oder nicht, ist es vollkommen egal, wie ihr Menschen erreicht. Ja? Ihr könnt letzten Endes die Menschen am allerbesten dadurch erreichen, dass ihr euer bestes Leben führt. Dass ihr das Leben führt, das ihr sozusagen den anderen Menschen auch wünscht. Ja? Auf eurer höchsten Ebene, auf eurem höchsten Level sozusagen denkt und handelt. Dass ihr wirklich wie so ein Licht seid für andere. Ja? Und das ist schon im Prinzip der wichtigste Punkt. Also man kann das natürlich auch beruflich dann umsetzen, ganz klar. Aber grundsätzlich auch jetzt in eurer Rolle als Eltern, für eure Kinder, Familienmitglieder in irgendeiner Form, Kollegen, Freunde, Partner, da könnt ihr wirklich unglaublich viel tolle Dinge vollbringen, indem ihr eure Glaubenssätze, eure Erkenntnisse, die ihr da jetzt gewonnen habt über die vielen letzten Jahre, dass ihr das wirklich auch umsetzt. Die spirituellen Geschenke, die ihr euch selber gemacht habt, indem ihr Dinge erkannt habt, indem ihr wirklich, indem euch wirklich das ein oder andere Licht aufgegangen ist, ja, was jetzt spirituelle Gesetzmäßigkeiten zum Beispiel betrifft. Auch mit dem Gesetz der Anziehung logischerweise, eigentlich das wichtigste Gesetz, in dem wir uns da bewegen, dass ihr das wirklich auch in euren Alltag nehmt, ganz bewusst, dass ihr ganz bewusst für andere vorlebt, wie ein wunderbares, leichtes, tolles Leben funktioniert. Damit seid ihr schon der tollste Lehrer. Ja? Wie gesagt, ganz unabhängig davon, ob ihr das dann sogar noch beruflich macht oder nicht, das ist schon mal absolut das Wichtigste, was ihr tun könnt. Für euch selbst selbstverständlich, brauche ich euch nicht sagen. Und dann eben auch für alle Menschen um euch herum. Ihr habt einen unfassbar tollen und riesengroßen Einfluss auf alles und jeden, wenn ihr wirklich zu eurer höchstmöglichen Möglichkeit, sage ich jetzt mal, agiert und lebt und sprecht und denkt und handelt. Ja? Also, das soll ich euch nochmal ausrichten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Gerade jetzt in der Zeit. Wir haben jetzt dieses, nächstes und übernächstes Jahr ganz besonders wichtige Jahre, wo es einfach auch darum geht, wichtige Dinge zu heilen, wichtige Dinge zu erreichen, wichtige Dinge loszulassen, um das Geschehen auf diesem Planeten in die richtige Richtung zu unterstützen, sagen wir es mal so. Ja? Und das Ganze, diese Welt entwickelt sich sozusagen auf jeden Fall, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Aber je bewusster wir sind, je bewusster wir leben, je höher wir schwingen, desto angenehmer werden diese Entwicklungen sein, desto leichter werden diese Entwicklungen stattfinden über die nächsten Jahre. Ja, wir haben eine taffe Energie gerade. Es ist eine ganz, ganz wirklich dichte, hohe Energie. Extreme Energie. Wir haben viele Sonnenstürme. Wir haben ganz, ganz viel. Die Erde reinigt sich. Es tut sich ganz, ganz, ganz viel. Menschen sind sehr aufgebracht im Augenblick. Viele Menschen beschäftigen sich momentan sehr mit ihren Kindheitsthemen. Alles kommt da nach teilweise vielen Jahrzehnten wieder hoch und will dann da geheilt werden. Und solche Dinge passieren momentan sehr
in einer sehr taffen Art und Weise, wenn es sein muss. Ja, deshalb wundert euch nicht, was hier alles los ist und wer hier alles wirklich so ein bisschen wieder ja, überfordert ist, durchdreht, austickt, was da alles passieren kann. Also wundert euch einfach nicht. Deswegen ist es besonders gefragt, dass die Menschen, die schon einen gewissen Bewusstheitsgrad erlangt haben, dass die wirklich auch ihr bestes Leben leben. Das ist so unfassbar toll und einflussreich auf alles, was passiert. Ihr habt wirklich keine Ahnung. Manche von euch haben das sicherlich, aber eben nicht alle. Deswegen soll ich es nochmal ganz, ganz klar weitergeben. Als nächstes kam die Karte aus dem Abrahamic's Deck, das Geld-Deck sozusagen. Ich kann nicht Geschichten von Mangel erzählen und Fülle erfahren. Es geht natürlich wieder ums Gesetz der Anziehung, mein Spezialthema, das ich wirklich nur jedem sehr, 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 sehr ans Herz legen kann, weil, wie gesagt, wir darum dreht und wendet sich euer gesamtes Leben, von Geburt bis zum letzten Tag. Es ist so, es wird sich auch nie ändern. Also bitte, kümmert euch drum, euch damit zu befassen. Kümmert euch drum, das zu eurem Freund zu machen, nicht zu eurem Feind. Ja? Denn es wirkt immer und je nachdem, wie ihr da eine Bewusstheit entwickelt, je nachdem, wie ihr das Verständnis für diese Gesetzmäßigkeit entwickelt. Ich helfe den Leuten nicht umsonst sehr gerne, eben diese Bewusstheit diesbezüglich zu erlangen und das im Alltag so zu integrieren, dass es zum absoluten Freund wird. Weil die geistige Welt sagt, wir wollen euer aller Tollstes und Bestes. Keiner muss Hunger haben, keiner muss arm sein. Keiner muss verzweifeln. Ja, wir haben alles, wir tragen alles in uns mit unseren Gedanken und dem, was wir da erfahren und was wir letzten Endes da an Erkenntnissen haben, um uns aus jeder Situation rauszuarbeiten, die uns nicht schmeckt. Gesundheitlich, finanziell, beziehungstechnisch, beruflich, egal wie. Ja, familiär, egal wie. Also, das Deck hier ist auf Finanzen ausgelegt. Und will eben sagen, dass es auch im Bereich Finanzen ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euch bewusst macht, wo euer Gedankengut unterwegs ist. Wenn ihr über Mangel nachdenkt, na, da reicht es mir nicht und da reicht es mir nicht und das kann ich mir nicht leisten und das lasse ich lieber auch mal sein und so weiter und das wird ja nie mehr werden, weil ich kann ja nur das arbeiten und werde nur nach Stunden bezahlt, das kann ja nicht besser werden und sein. Dann schränkt ihr euch immens ein. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt hier leider keinen Roman erzählen über das Thema in der kurzen Zeit, aber denkt bitte drüber nach, wie ihr denkt und wo eure Glaubenssätze liegen bezüglich eurem Geldeingang, euren Möglichkeiten, bezüglich der Dinge, die einfach für euch möglich wären. Und das Universum, soll ich zu diesem Thema jetzt mal sagen, noch ist zu allem imstande. Wenn ihr euch wirklich visualisiert, wie ihr ein glückliches Leben lebt, wie ihr in Hülle und Fülle lebt, wenn ihr euch das traut, wenn ihr das übt, wenn ihr das wirklich angeht und euch bewusst werdet, wo ihr im Mangel seid und die Gedanken dann tatsächlich ganz bewusst ersetzt durch bessere Gedanken zum Thema Geld, dann werdet ihr eine deutliche Verbesserung in eurem Leben erfahren. Das ist so und das ist Gesetz, ihr Lieben. Ja? Also wie gesagt, wer Hilfe braucht, ich stehe zur Verfügung diesbezüglich, um da das ein oder andere Auge zu öffnen und die Stolperfallen und Blockaden da so ein bisschen zu sehen und letzten Endes dann abzubauen und Neues zu etablieren, damit ihr dann wirklich auch wohin gehen könnt, wo ihr genug leben könnt, genug habt, genug seid, genug empfangt. Ja, ihr Lieben, ganz, ganz wichtig. Die geistige Welt will jetzt auch noch darauf hinweisen, was mega toll ist, dass ihr goldene Gelegenheiten bekommt. Ja, wichtige Türen öffnen sich jetzt für dich, durchschreite sie. Wenn ihr jetzt wirklich Dinge angeboten bekommt, sei es ein neuer Job, ihr seid allein, habt eine neue Begegnung mit irgendjemandem oder ihr habt irgendwelche Gelegenheiten, die jetzt gerade wichtig sind, Hilfe von anderen Leuten für das, was ihr vorhabt, für Projekte,
für eure Selbstständigkeit, was auch alles immer, ja? Seid euch bitte bewusst, dass die Gelegenheit extra für euch angekommen ist, damit ihr sie auch ergreift. Viele Leute denken sich dann, was wenn? Ja, ist bestimmt Quatsch, komme ich bestimmt nicht weiter, bin ich da schon wirklich ready, bin ich schon so weit, dass ich das sozusagen dann auch umsetzen kann, bin ich für den neuen Job schon fertig, kann ich das schon? Oder bin ich dann überfordert? Oder was ist, wenn mit einer neuen Person, die ihr vielleicht in euer Leben lassen könntet? Guckt da mal genau hin. Ja? Und wie gesagt, es ist alles kein super Drama. Die sagen jetzt gerade, Menschen nehmen die Dinge oftmals viel zu ernst. Sowas von zu ernst. Und denken, wenn sie das jetzt dann, wenn da jetzt irgendwas den Bach runtergeht, wenn sie sich für irgendwas entscheiden und das geht dann nicht, das ist ja eine Katastrophe. Oder was ist, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kriege ich nie mehr so eine Gelegenheit und dann ist alles zu spät. Also Menschen denken immer gerne auf jeder erdenklich schlechten Seite. Aber sie sagen, ihr habt Grund, auf alle möglichen positiven Dinge euch zu konzentrieren und euch zu freuen auf die tollen Gelegenheiten, die ihr bekommt. Und es ist nicht nur immer eine im Leben, sondern das sind viele. Wenn ihr eine nicht genutzt habt, dann wird die geistige Welt erneut dafür sorgen, dass eine neue Möglichkeit auf euch zukommt. Ja, aber schön ist es natürlich, wenn man dann irgendwann auch gelernt hat, die Gelegenheiten zu erkennen und dann auch wirklich zugreift. Statt sich dann wieder zu zaudern und zu zögern und auf die nächste, die man dann wieder nicht ergreift und dann wieder nicht und dann wieder nicht. Dann wird das nämlich längere Zeit nichts. Ja, und dann stehen wir da und dann sagen wir uns selber, siehste, das Leben ist schlecht. Ich krieg nichts. Ja, ich krieg nichts ab. Irgendwie tut sich bei mir nichts. Immer der gleiche Sumpf. Und da wollen sie jetzt mal wirklich euch so ein bisschen aufrütteln und sagen, Leute, guckt hin, wenn sich etwas für euch bietet, dann ergreift die Gelegenheit bitte auch sehr herzlich und gerne. Und sprecht euch damit eurem Inneren ab, sodass ihr in einer Schwingungsfrequenz sein könnt mit einem innerlichen Au ja, das ist ja jetzt mal toll. Na, das mache ich doch jetzt mal. Weil die geistige Welt möchte euch auch wissen lassen, dass ihr natürlich selbst, wenn das nicht so toll sein sollte, aus irgendwelchen Gründen, ihr nehmt immer irgendetwas Tolles mit daraus, wenn ihr wirklich bewusst lebt. Wenn ihr da wachsam seid mit euch. Und ihr könnt jederzeit euch umentscheiden, ihr Lieben. Das wird immer komplett vergessen. Ja, euer Leben besteht aus Entscheidungen, die ihr jeden Tag so, so mannigfach trefft. Ihr könnt euch immer wieder umentscheiden und eure innere Führung wird euch immer wieder, egal wo ihr landet, aus der Wüste wieder rausführen zur nächsten Oase. Ja, solltet ihr mal irgendwo landen, wo ihr dann sagt, naja, ich weiß nicht, ob das so 100% war, das war, was ich wollte. Wir landen quasi grundsätzlich immer nur bei mehr oder weniger Zwischenzielen, weil wir wieder neu bestimmen, was wir wieder neu wollen. Und dann haben wir das sozusagen erlebt und gelebt und uns daran erfreut, dann kommt das Nächste. Ja, also ihr Lieben, bitte seid da mal ganz offen, seid da voller Begeisterung, seid voller Vorfreude, soll ich euch ausrichten. Und macht da wirklich mal euer Herz und eure Arme auf, für was immer da auch kommt. Ergreift die Möglichkeiten, genießt das, was ihr da bekommt, erlebt das. Und dann könnt ihr im nächsten Schritt wieder weiter entscheiden, wie geht es jetzt weiter. Es ist nicht mehr und es ist nicht weniger, ihr Lieben. Ja, also, damit wünsche ich euch jetzt eine ganz wundervolle Woche, wie immer. Freue mich auf Likes und Abos und Kommentare natürlich, um den Kanal zu unterstützen und dann natürlich auf nächste Woche und auf euch. Tschüss!